Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu Folge, ich meine, 5 meines Let's Plays von Attila Total War und den Franken. Ich bin das Messer. Ja, wir haben hier den Warnen, denn in der letzten Folge den Arsch gerettet. Hier eine kleine Armee stehen, so als Bewachung finde ich das hier hinten gar nicht schlecht. Hier haben wir so eine mittelgroße Armee stehen, hier Full Stack würde ich sagen. Und hier auch ziemlich groß, unsere Küsten abzusichern. Ich denke, das wird meine Expansionsarmee werden, auch mit dem General. Der dürfte da relativ gut zum Tragen kommen. Ich werde jetzt hier gleich nochmal dann in der nächsten Runde ein Katapult für die Jungs bauen. Gucken wir mal rein. Was ist der Plan? Was machen wir als nächstes? Die Frage ist... ganz klipp und klar, wir werden jetzt mal einen unserer Spione, und zwar... Wie kann ich euch helfen? Den Folcher? Nein, nicht den Folcher. Ist der andere schon wieder verletzt? Kann sein, nein. Der Irma. Den Irma, den werden wir jetzt mal darüber schicken. Ah, der soll mal hier rüber düsen. Und hier bauen wir eine kleine Flotte auf. Und dann werden wir wahrscheinlich keine Kohle mehr haben, weil die relativ teuer ist, ne? Aber wir brauchen letzten Endes eine kleine Flotte, sonst sieht es auch düster aus. Jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das anstellt. Zur Not müssen wir da halt nochmal nachjustieren. Aber ich möchte vor allem die Überfahrten nach England da schon... gewisses Stück weit sichern. Okay, das Schmiedehaus ist abgeschlossen. Können wir dadurch irgendwas aufrüsten? Wohl kaum. Oder hole ich mir natürlich, da könnte ich mit dem anderen Spion mal hinwetzen, dass wir uns hier mal umtun. Heiderzacken, das sind aber ganz schön Gallien. Vielleicht sollten wir auch mal die Gallier angreifen, weil an der Kante fühle ich mich auch sichtlich unwohl. Gibt es wirklich nichts mehr? Der Schatten ist mein Freund. Wie stehen wir zu denen? Gallien natürlich nicht so gut. Britannien wollen wir hier vielleicht mal einen Friedensab. Und so weiter. Also, und so weiter ist auch geil. Die Maori, die Rugier. Was passt denen denn nicht? Große Macht 30. Okay. Gesamteinstellung. Wieso denn das? Sie missbilligen große Macht minus 30. Naja gut, die Rugier sind jetzt auch erstmal nicht unser Problem. Ich hätte nur gerne, dass wir vielleicht mit den Alemannen, mit denen hätte ich schon gern ein militärisches Seid gegrüßt, Bündnis. Mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an, wie ihr wollt. Nein, ich möchte Zahlen anbieten. So. Scheibengeister. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Die Separatisten sind da hinten. Wollen wir hier ihr vielleicht ehrt nochmal... uns, wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mahl groß genug für zwei Armeen. Da müssen wir einfach noch mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Warnen. Langobarden. Jütten sind da unten drin. Die sind verfeindet mit den Franken. Sollen wir uns Trag hier mal... eure Anliegen gut und schnell vor.
Sprecht ihr schlecht oder langsam, verfüttere ich eure Zunge vielleicht an die Hunde. Nicht Angriffspakt, niedrig. Ach, lassen wir es doch erstmal. Was kann ich noch tun? Schauen wir mal. Beibehalten! Alle Mann an die Ruder! Gibt es nicht weiteres? Ich gehe von Bord. Krieger! Ja. Mal jetzt echt nicht mehr viel dem entgegenzusetzen. Aha. Ich werde dem Schiffskommandanten Geld schulden. Ah, so genau. Du guckst dich hier mal ein bisschen um. Ich bin das Messer im Dunkeln. Du holst dir mal das Katapult, das ist nicht schlecht. Und hier müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen auch warten. Sonst sind wir hier einfach zu schnell auch unterwegs. Wachstum. Alle Provinzen groß und mach. Meisten Fraktionen. Kontrolle. Der soll mal hier ein Richter werden. Adelmar. Die sind sehr loyal. Loyalität. So. Das ist doch cool. Statthalter. Baukosten finde ich immer sehr cool. Jawohl. Dann machen wir einfach mal eine Runde weiter. Da unten ist die große britische Flotte. Das sind aber, denke ich mal, keine Kriegsschiffe, sondern eher Transporttroopers. So dass wir da vielleicht auch mal gegen angehen können. Schließt eure mächtige Kraft mit ihr unseren zusammen. Darum bitte ich euch für mein Volk. Nee, sorry. Da habe ich keinen Bock drauf im Moment. Das müsst ihr auch verstehen. So, da kommen sie zurück. Was? Was hat denn der da dabei? What? Das glaube ich ja nun nicht. Also ich spiele es auf jeden Fall mal selber. Im schlimmsten Fall geht unsere Flotte unter, sparen wir uns wieder einen Haufen Geld. An der Kante ist zwar jetzt vielleicht nicht das, was man sich wünscht. Aber ich kapiere jetzt gerade nicht, warum Scar so schlecht ist, weil wir haben ja die Kriegsschiffe und eher nur Transportschiffe eigentlich. Also deswegen. Artillerie zu euren Diensten! Den Rambock stellen wir davor. Kampfschiffe bereit zum Angriff! Das ist ein Plünderer. So. Artillerie warten auf euren Einsatzbefehl! Ich habe vollstes Vertrauen in eure Fähigkeit, diese Position zu verteidigen. Feindliche Unterstützung! Die haben den Wind im Rücken! Und ihr wisst, was zu tun ist. Tja. Feuerschaden. Die versuchen zu löschen natürlich.
Dann schieß mal. Schiffe und Ruder bereit! Ruder! Ruder ein! Ruder bereit! An die Ruder! Na komm! Artillerieschiffe bereit! Schießt du noch oder. Hört die Erde! Rot mit ihrem Blut! Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen! Bereit zum Einsatz! Schneller! Die Götter verlangen Kampfschiffe! Okay. Ja gut, okay, ich kann mit denen nicht plündern. Ich konnte ja fast mit jedem Schiff rammen. Artillerieschiffe bereit! Schaden, so, das geht mal unter. Wir kriegen bemannt! Wir hungern nach Blut und Kampf! Jetzt gucke ich gerade noch mal. Kampfschiffe bereit zum Angriff! Artillerie zu euren Diensten! Zielt! Der Feind entert ein Schiff! Schlag zurück! An die Ruder! Ja, okay. Dann ist es doch scheinbar... Aber das ist doch unglaublich. Wie konnte ich am Anfang... Ihr erinnert euch, erste Folge, guckt es euch nochmal an. Da hatte ich andere Schiffe dabei, oder was? Weil die Sachsen hatten doch da auch zig Leute. Die Männer verlieren die Hoffnung! Ja, ich meine, so geht's natürlich nicht. Eines unserer Schiffe! Die Götter verlangen Blut! Okay, wenigstens ein Schiff holen wir hier noch mit. Und jetzt gehen alle unter, oder was? Nee, die gehen jetzt zurück auf ihr Schiff. Haben es auf eines unserer Schiffe geschafft. Schlagt sie zurück. Kampfbereit und willig. Okay. Mit Kriegern bemannt und bereit. Die Götter verlangen Blut. Auf sie. Schiffe. Okay, das backt hier schon ziemlich rum, muss man doch echt sagen. Eines unserer Schiffe wird geändert! Ruder! Waffen bereit! So. Jetzt aber schnell. Okay, also hüpf mal rüber. Gut, dass das keiner von meinen Söhnen ist hier. Schauen wir uns doch gleich mal schön an. Ein Schiff wird angegriffen. Treibt sie zurück. Okay. Okay. Kampfschiffe bereit! Ruder bereit! Eines unserer Schiffe wird geändert! Ruder ins Wasser! Gut, schauen wir mal. Auf geht's. Die Erde rot mit ihrem Blut. Ausrücken! Auf sie!
Feind entert eines unserer Schiffe! So, dann schauen wir mal, ob die sich hier wehren. Hä, wieso wehren die sich nicht? Hallo? Lassen die sich jetzt hier abschlachten, oder was? Die wehren sich ja nicht. Das ist doch zum Kotzen. Angriff! Fütter die Fische mit ihnen! Ja gut, okay. Dann war's das wohl. Aber wobei ich das ziemlich für verbuggt halte. Der Feind entert eines. Die Männer fallen vom Glauben ab. Ja, das denke ich auch, dass die vom Glauben abfallen, würde ich auch, wenn das so scheiße läuft. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und Gefecht fliehen. Beenden. Kann natürlich sein, dass die. Na wohl, das waren Bretagner. Sehr strange. Sehr, sehr strange. Unser General hat es geschafft zu überleben. Aber wir haben ihn auch ganz schön. Ja, was soll ich sagen? Eingeheizt. Wir halten ein, mein Herr. Vielleicht habe ich ja Glück und. Oh, schön. Ja. Okay, alles klar. Flotte bereit. Da können wir die gleiche Mannschaft nochmal kaufen, glaube ich. Das mache ich jetzt auch. Dann geht's nochmal los. Ausrücken! Angriff! So. Komisch, da siege ich jetzt auf einmal. Und die anderen sind jetzt auch abgehauen. Obwohl ich jetzt da keinen großen Unterschied feststellen kann. Wir haben noch Wind! Hier, tötet die Feiglinge! Auch hier könnt ihr mir jetzt großer. Also, ich habe hier zwei Rambock-Schiffe jetzt dabei. Okay, das hatte ich auch dabei, das hatte ich auch dabei. Ich habe ein Rammschiff mehr dabei. Naja, dann machen wir das halt automatisch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. What? Okay. Ja, doch überraschend. Naja, gut. Halb zog es ihn, halb sank er hin. Anders kann man das ja fast gar nicht beschreiben. Der soll mal hier ein bisschen spionieren. Also die Engländer, die müssen wir hier auf alle Fälle im Auge behalten. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Die Frage ist halt jetzt, was holen wir uns zuerst? Bin ja fast für die Briten. Puh, für die Briten oder die Gallier? Weil die Gallier halten uns ja am Ende des Tages auch so ein Stück weit die Römer vom Leib. Sollen die sich doch erstmal mit denen rumschlagen? Und geschichtlich gesehen muss ich ja theoretisch England einnehmen. Und dann würde ich doch an dieser Stelle sagen, ich gehe mal in diese Richtung. Müssen wir mal gucken, ob wir gleich noch eine Machttechniker, Schutzherr, Mentor, Rekrutierungskosten für Agenten, okay.
Ist natürlich nicht ganz günstig. Flotte aufstellen. Aber nochmal, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, warum wir jetzt da so abgekackt haben. Naja, ihr könnt es ja vielleicht mal posten bei Gelegenheit. Oh, Wahnsinn. Wir müssen hier gucken, dass wir so bald wie möglich Lehmgrube, öffentliche Ordnung. Tröge. Da müssen wir jetzt schnell sein. Ich sollte auch hier eher das Lager bauen, oder? Baukosten minus 4. Ich reiß das hier mal ab und hol mir hinten noch diese Grube da. What the hell is that? Der ist ja schon halb am Arsch, noch bevor er drüben ist. Finde ich nicht schön. Finde ich wirklich nicht schön. Wie kann ich euch helfen? Aber lässt sich auch nicht ändern. Okay, die Jüten verpissen sich. Ein Schluck aus der Fanta. Ja, die Warnen sollen ruhig ein bisschen erstarken. Oh! Kommen unsere Freunde wiederum. Da, schau her. Eure Befehle? Stellung keine. Vorräte ruinieren. Erhöht die Erschöpfungsrate. Reduziert die Bewegungsreichweite. Sabotieren. Man Erfolg. Wird schon groß geboren. Ja. Blockade wird errichtet. Niemand wird entkommen. Okay, also hier sollten wir auf alle Fälle. Eine Legio, aha. Das ist ja interessant. Ja klar, weil da die Römer waren, ne? Ja. Aber ich denke mal, dass ich euch den Ausgang dieser Schlacht vielleicht in der nächsten Folge zeige. Ich bin noch am Überlegen. Gebiet-Auskundschaften. Okay, das ist auch neu scheinbar. Ach nee, das ist nur die Karte. Die haben da echt römische Einheiten, ne? Macht's für uns mit Sicherheit auch nicht leichter. Ich mache einen automatischen Angriff. Moment. Haben wir jetzt da verloren, oder was? Was? Knappe Niederlage. Rückzug, Krieger! Zieht euch zurück! Dann müssen wir uns ja hier sofort mal noch hochrüsten. Ja. Ich sende mich nach
Und am besten. Wir greifen gleich nochmal an. Bereit zum Kampf. Da machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Sehr schön. Cool. Wie kann ich... Hier, unser Spion kriegt auch noch ein paar Sachen mehr ans Eck. Fremde Armee, eigene Provinz. Autorität. Ja, genau. So machen wir das nämlich. Was kann ich noch tun? Dort werde ich nicht hingehen. Ich könnte noch etwas tun. Krieger! Ja, das hätte jetzt fast in die Hose gehen können. Ist es aber nicht. Gott sei Dank. Und hier mache ich jetzt gleich mal ein. Nein. Moment. Kunsthandwerker, das reißen wir auch nochmal ab. Germanischer Hinkelstein, was müssen wir denn da erforschen? Stahlschmiede machen wir jetzt mal. Handelspier. Jo, das machen wir. Okay, hier greifen wir ganz schön an. Hier oben müssen wir noch irgendwie gucken, dass wir... Das könnte eng werden, eine enge Kiste. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Wir machen uns auf den Weg. Die Schiffe zum Hafen. Okay, wir kommen hier nicht ganz rein, aber wir können mit unterstützen, hoffe ich. Für den Stamm. Da gucken wir doch glatt mal, ob wir die jetzt hier gleich platt machen können. Bewegt euch. Wow. Bewegt euch, Männer. Okay. Können wir im Grunde auch gleich wieder zurückreisen. Und dann machen wir eine Runde weiter. Ja, die Britannia müssen wir so schnell wie möglich irgendwie in die Knie zwingen. Das sehe ich schon, weil die haben natürlich relativ starke Einheiten. Und ich befürchte die Gallier dann konsequenterweise auch, ne? Weil die ja auch auf römischem Territorium sind. Und ich glaube, die Alanen haben im Kampagnenspiel auch die Möglichkeit eben als einzige spielbare, so jetzt zumindest beschrieben, Fraktion, die, wie soll ich sagen, die Häuser oder die Gebäude der Römer zu nutzen und eben auch dann römische Truppen herzustellen. Aber scheinbar können das die Jungs ja auch. Okay, sehr schön. Für den Sturm! Niemand will entkommen! Okay, da haben wir doch schon mal das eine. Ja, das besetzen wir mal. Wie läutet euer nächster Befehl? Was kann ich noch tun? Ich könnte noch mehr tun. Ich erwarte eure Befehle. Die Siedlung wird belagert. Sie sollen vor uns niederkauern. Jawohl. Integrität.
ist eigentlich immer eine feine Sache. Ja, ich könnte noch etwas tun. Attentat ausführen. Soll er mal machen. What? Moment. Umbauen. 8000 Flocken. 4000 Flocken. Garnisonsquartiere. Nee. Will ich das wirklich? Ich reiß die ab. Machen wir das doch einfach mal so. Und hier, jawohl. Da kennen wir jetzt mal nichts. Da brauchen wir. Wir müssen auf unsere Nahrung aufpassen. Also das Mikromanagement ist definitiv essentiell. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Stadtzentrum, Kunsthandwerker, Hofstadt, Hauptwald, Hauptwald. What the fuck? Holzfäller, Holzfällerlager. Ressource Holz. ETF. Ziegenstelle. Viehherde. Getreidelager. Das wollte ich bauen. Das bauen wir auch um. Da bauen wir dann nämlich so ein Holzdingens hin. Okay. Jetzt müssen wir doch mal hier oben schauen, wie wir die am dümmsten loskriegen. Können wir hier was reißen? Baumzerstörer. Jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, ne? Sowas Blödes. Ja, die sollen mal hier bleiben. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Okay. Unser Spion, der spioniert, der tut das, was er am besten kann. Ich könnte noch mehr tun. Ja. Das kann ich nicht tun. Unser Spion hier ist durch. Tötet! Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen. Niemand wird entkommen. Na, sag einmal. So richtig durchdacht habe ich es jetzt nicht, das muss ich gestehen. Wir belagern ihre Hütten. Aber gut, so ist das halt nun mal im Leben. Das Gold. Avaricum. Okay. Wir sind definitiv an der Sachsenküste gelandet. Ich werde jetzt meinen Bündnispartner mal den Befehl geben, die da oben anzugreifen. Die sollen ruhig auch mal was tun. Ich meine, ich hole hier ständig die Kohlen für die aus dem Feuer und irgendwie passt mir das gar nicht, dass die hier da so... Ja, wie soll ich sagen? Die machen ja nichts. Ja, könnte Probleme nach sich ziehen. Klar kann es Probleme nach sich ziehen. Düstere Schatten lauern. Willkommenes Scheitern, okay? Ich bin das Messer im Dunkeln. In den Kampf! Blindem. Gut. Habt ihr noch weitere Befehle? Für den Stamm! Jetzt gucken wir doch mal. Unterhaltskosten für Landeinheiten, Verstärkung plus 1. Jo. Und der hier kommt auch nochmal. Puh, ha.
Na, der ist schon nicht schlecht. Muss man echt mal lassen. Machen wir einfach alles platt. Klicken, um die Siedlung in der nächsten Runde zu verlassen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ach so, da baue ich ja erst hier die Anlage. 3500. Moment mal. Wo ist mein Feind? Da ist er. Greif die mal bitte an. An die Arbeit, Männer! Wie sieht's aus mit Geschossen? Das ist eine relativ ebenbürtige Armee, würde ich sagen. Und ja, mit Geschossen sind wir eigentlich gar nicht so sehr begegnet, ausgewogen. Knapper Sieg. Habt ihr noch weitere Befehle? Und jetzt vernichten wir Sieger. Okay, alles klar. Jawohl, schön. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt können wir die ganzen Typen hier auch wieder zum Geier jagen. Kosten eh nur unnötig Geld. Raus damit. So. Der kann dann auch wieder hier runter gehen. Der kann letzten Endes wieder. Der kann mal hierhin marschieren. Zum Hauptfestland. Da haben wir es gerockt, würde ich sagen. Bereit zum Kampf. Ich sehne mich nach einem Kampf. Krieger! Soll ich mir gleich die nächste Ortschaft unter den Nagel reißen? Warum eigentlich nicht, ne? Corinum, das wäre allerdings die da unten. Aber auch da käme ich hin. Bewegt euch, Männer! Gibt es nichts weiteres? Wir werden diese Seilung für den Stamm annehmen! Besetzen! Habt ihr noch weitere Befehle? Dann würde ich sagen, holen wir uns hier nochmal einen Statthalter. Machttechniker, Schutzherr, Mentor. Bereit zum Kampf! Okay.
Das ist Wahnsinn, was dieser Siedlungsumbau kostet. Und die Frage ist halt, ob man ihn braucht oder nicht, ne? Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier mal ein bisschen öffentliche Ordnung brauchen. Durch germanisches Heidentum, da ist halt jetzt die große Frage. Bereit zum Kampf. Nee, ich will eigentlich... Nee, auch das will ich nicht. Hier, das will ich. Okay. Siedlung umbenennen. Nee. Andere. Germanisches Heidentum 0,00. Ja, da haben wir es schon. Das könnte echt Probleme geben. Öffentliche Ordnung durch germanisches Heidentum. Baukostenwachstum. Germanisches Heidentum. Jo, das halte ich für nicht verkehrt, weil da brauchen wir brauchen erstmal germanisches Heidentum, um da überhaupt mal zur Potte zu kommen. Aber bis jetzt läuft unser England-Feldzug eigentlich herausragend, muss ich sagen. Dadurch, dass die Römer wahrscheinlich nicht mehr hier sind, kann ich mich hier relativ schnell durchschnetzeln. Das hier oben sind auch alles einzelne Völker. Sehe ich richtig? Ja. Nee. Die hier, die Pikten gibt's zweimal. Ich erwarte eure Befehle. Genau, hier müssen wir halt jetzt ein bisschen Obacht geben, was so das Voranschreiten ist, dass wir es nicht zu schnell gestalten, aber ich bin fast dafür, dass ich mir in der nächsten Runde, Folge, auch gleich noch Lindium hole, weil hier meines Erachtens nach, gut, wenn er will, kommt er da rum, aber ja, warum sollte er? Und ich werde jetzt noch den runden Button pushen. 8. Loyalität sichern. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Der ist ja schon da oben drin. Öffentliche Ordnung minus 1. Steuersatz minus Fraktionsweitsorgen. Ja, ich denke, dass es hier so zwischendrin ist wahrscheinlich das Beste. Und hier? Herrschaft. Sehr schön. Ja, ich drücke den runden Button. Oh, der Emmerich. Der Elmerich. Der kann natürlich da schon ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Also hier unten kämpfen die Römer definitiv zum Verfall. Ich kann nur sagen, ich habe das Weströmische Reich mal nicht, ich habe es nicht mal angezockt, ich habe es mir nur mal kurz angeguckt. Also ganz ehrlich, da zu Potte zu kommen ist extremst schwer. Also das ist eine Herausforderung für... Ich glaube, da kann man 2 Jahre dran sitzen, wenn man es auf schwer spielt. Ich weiß nicht mal, ob es auf schwer oder sehr schwer machbar ist. Da ist schon die Stadtausgangsposition auf legendär. Also, weil du hast da so einen dermaßen großen, ja, wie soll ich sagen, Siegbedingungen. Römische Separatisten. So. Wie kann ich euch helfen? Ja, hier will ich eigentlich gar nicht weiter. Der kann jetzt gleich mal wieder hoch zu uns.
Ja. Die Raben kommen. Ha, ha, ha. Bereit zum Kampf. Bereit zum Kampf. Sie sollen. Wie versprochen werde ich mich hier drüber machen. Setzen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Auch hier werde ich einfach alles auch nicht mehr verfügt nicht genug Geld für diesen. Die Frage ist ja, wie sieht denn das hier in diesen Ländern aus? Kann ich jetzt da, ich muss es wirklich umbauen, ne? Ich muss es wirklich umbauen. 9000, da muss ich also auch noch sparen. Torp. Bauplatz. Du musst da echt ganz runter gehen, sonst wird das nichts. Und du musst dann sparen. Es hilft alles nichts. So. Haven. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bereit zum Kampf. Ich glaube, ich mache die dann gleich komplett platt. Dann habe ich hier Ruhe auf dieser und dann müssen wir uns echt mal wieder konsolidieren. Also ich werde dann wahrscheinlich eine Armee hier oben irgendwo lassen. Oder zwei vielleicht sogar, um sie zu beschützen. Nach gegen die anderen Barbaren da oben. Ich werde mir eine Festlandarmee aufstellen. Und das war's dann aber auch. Der könnte zum Stammesoberhaupt aufsteigen. Aha. Warte mal. Der noch nicht. Eieiei. Die Toten können wir mal ausblenden. Jo. An dieser Stelle endet meine Folge auch. Und wir sehen uns nächstes Mal. Wenn es wieder heißt, Don Firenze in Attila Total War mit den Franken gegen den Rest der Welt. Bis dann.